Hallo, Herr Braun. Guten Tag. Als Statistikprofessor befassen Sie sich ja eher mit theoretischen Risiken. Ist Ihnen das ein bisschen zu dröge geworden auf die Zeit? Weil jetzt haben Sie für sich das doch wohl ein bisschen riskante Hobby des Gleitschirmfliegens entdeckt. Ja, also Gleitschirmfliegen ist gar nicht so riskant. Also da gibt es Zahlen, dass das ähnlich gefährlich ist wie Autofahren. Wobei ich auch nur Motorrad fahre und deswegen Gleitschirmfliegen für mich gar nicht so riskant ist. Was mir sehr gut gefällt am Gleitschirmfliegen ist, man ist draußen in der Natur und das ist eine schöne Abwechslung, weil ich mache ja viel am Schreibtisch, wenn ich keine Vorlesungen habe, bin ich halt viel am Schreibtisch. Als Risikospezialist sozusagen haben Sie vielleicht einen ganz nüchternen Blick auf die Sache. Sonst ist es ja ein bisschen emotional. Die Leute schätzen das falsch ein, glauben, Autofahren sei riskanter, als ins Flugzeug zu steigen. Ist es so, dass Sie das sagen, oder da stehe ich drüber, ich bin da ganz cool, ich weiß, wie die Sache wirklich ist? Also ich glaube, drüber stehe ich nicht. Ne? Also ich versuche mich da eher so ein bisschen zurückzunehmen und wenn es um eine Risikoeinschätzung geht, einfach mal gucken, ob ich irgendwo Zahlen habe, weil ich glaube, auch ich würde da Fehler machen. Da bin ich davon überzeugt. Ja. Es wird ein bisschen kühl, merke ich. Ja. Lassen Sie uns reingehen. Okay. Wir sind hier an der wunderschönen Uni in Hohenheim und warum wir hier sind, das können wir gleich noch besprechen. Okay. Ja. Ja. Ja, hier sind wir im Schloss der Uni Hohenheim. Ja. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Sie waren nämlich nach dem Studium an der HFWU in Geislingen der erste Absolvent, der dann promoviert hat hier an der Uni in Hohenheim. Ja. Wie fühlt es sich an, wieder hier in der alten Wirkungsstätte zu sein? Und war es damals so ein bisschen, dass Sie da dass Sie Vorreiter waren als Promovent von der FH kommend? Ja, ich muss gestehen, ich bin immer noch öfters mal hier, treffe mich ab und zu mit früheren Kollegen in der Mensa. Aber damals, das war natürlich schon, ich war halt der erste FH-Absolvent, der hierher kam. Die Uni Hohenheim hatte kurz vorher die Promotionsordnung geändert und ich war da schon ein bisschen Vorreiter. Ne? Also ich bin einfach mal gekommen, bin an meinen Lehrstuhl gegangen und dann ging das nach und nach so seinen Lauf. Aber ich habe mich schon ein bisschen als Vorreiter gefühlt, wurde aber im Kollegenkreis wirklich gut aufgenommen. Das war wirklich sehr schön. Ich denke auch gerne an diese Zeit zurück. Also da als erster Doktorand hier sind Sie so ein bisschen neue Wege gegangen mit dem Gleitschirmfliegen. Ja. Es ist auch so ein bisschen über die Grenzen zu gehen. Ist das was Sie so ein bisschen auszeichnet? Ja, ich war vielleicht ein bisschen ein Spätstarter, würde ich sagen. Also dieses Promovieren, als ich anfing zu studieren, war das noch ganz weit weg, war gar kein Thema für mich. Das hat sich so im Laufe des Studiums dann so ein bisschen entwickelt. Ne? Ich wollte einfach noch ein bisschen mehr wissen und ja, vielleicht war oder bin ich so ein bisschen strebsam. Bestimmt sogar. Wo Sie bestimmt mal ganz häufig waren, ist die Bibliothek hier in Hohenheim. Lassen Sie uns doch mal dahin gehen, dann können wir dort weiterreden. Ah, freut mich, war ich lange schon nicht mehr. Okay, gehen wir. Ja, Herr Braun, jetzt sind wir hier an Ihrer alten Wirkungsstätte. Was hat sich denn geändert an dem Studentenleben? Wenn Sie jetzt so zurückblicken, ist das schon ein paar Jährchen her? Ich kann das gar nicht genau sagen, wie das Studentenleben sich geändert hat, weil ich bin ja jetzt auf der anderen Seite. Ne? Da läuft vieles ab, was wir als Professoren gar nicht mitbekommen. Ja. Gerade in Geislingen hat sich da was verändert. Sie sind jetzt in Nürtingen, vielleicht schwierig zu sagen. Doch, also ich glaube, es hat sich schon, was sich sicherlich geändert hat, ist, dass alles viel größer geworden ist. Geislingen ist im Prinzip eine richtige Hochschule geworden. Als ich angefangen habe, wir waren vielleicht 80 Studierende damals und das war alles noch sehr familiär und mittlerweile ist es einfach groß geworden. Konnten Sie sich schnell einfinden in diese neue Rolle als Professor dann? Ja, aber das liegt einfach daran, dass ich auch hier in Hohenheim natürlich schon viele Vorlesungen, Übungen gemacht habe. Ich war auch schon Lehrbeauftragter, auch in Geislingen und in Nürtingen, bevor ich dann berufen wurde. Und man wächst da rein. Also da wächst man rein. Okay, dann gehen wir weiter in die Bibliothek zu Ihren akademischen Anfängen. Ja, freue mich.
So, jetzt sind wir hier in der Uni-Bibliothek der Uni Hohenheim. Ja, es sieht nicht ganz nach Uni-Bibliothek aus, mit Kronleuchtern und so weiter. Ja. Hier so ein Arbeitsraum. Haben Sie da ein bisschen so Wehmut, würden Sie sich gern wieder mal ganz intensiv mit einem Thema befassen? Ja, so ich komme eher zurück so ein bisschen in die Zeit, als ich hier promoviert habe, als ich vielleicht auch mal hier saß und irgendein Buch gelesen habe und so. Das war schon eine sehr schöne Zeit. Wobei ich sagen muss, ja, promovieren war schön, der Teil ist abgeschlossen, aber die Räume sind schön. Da möchte ich öfters mal wieder hierher kommen, auf jeden Fall. Damals, als Sie hier sich so intensiv mit einem Thema befasst haben, an der Uni, kam Ihnen damals schon der Gedanke, vielleicht mal Professor zu werden? Ja, der reifte, würde ich sagen, so nach und nach. Also ich habe hier in Hohenheim Übungen gemacht, dann auch Vorlesungen gemacht, war Lehrbeauftragter. Und da merkt man schon, dass es einen Spaß macht, dass es was wäre, was man auch in Zukunft machen will. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also Spaß machen tue ich Ihnen auf jeden Fall Zahlen, Statistik. Mhm. Für manch einen, der studiert hat Statistik oder an der Schule Mathe, sich mit Mathe gequält hat, vielleicht nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Was macht Ihnen so viel Spaß an der Mathematik, an der Statistik? Das ist schwer zu sagen. Also ich denke, das ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe schon immer gern mit Zahlen zu tun gehabt. Es ging los mit Kartenspielen und später habe ich ja Bankkaufmann gelernt. Also da war immer eine Affinität da. Ich denke, ist mir in die Wiege gelegt worden. Ja. Ist für Forschung auch Zeit jetzt noch als Hochschullehrer? Ja, leider sehr wenig derzeit, weil ich ja auch Studiendekan im Studiengang Volkswirtschaftslehre bin und da bleibt wenig Zeit. Allerdings habe ich gerade noch ein Projekt zusammen mit dem Kollegen Carsten Herbes von den BWLern und da machen wir so statistische Auswertungen eines Fragebogens zu Biogasanlagen. Dann wünsche ich Ihnen in dem Bereich viel Erfolg und Zeit vielleicht auch noch ein bisschen mehr und natürlich auch weiterhin eine gute Zeit in Ihrem Hochschullehrer-Dasein an der HFU. Alles Gute, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank.